Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge unter Griesbach mit Kollege Schnürschuh. Servus. Wir hatten jetzt schon mal einen Wagen hier wieder zu Ende gemacht. Also jetzt sind wir mittlerweile vierte Bahn, glaube ich, schon rum. Das wird jetzt aber auch die letzte Folge, wo wir häckseln. Danach ist erstmal den anderen Acker und den zu Ende aufspielen. Weil es ist nur jetzt 10 Folgen lang häckseln. Kurze Frage. Ja. Warte, wie hoch ist gerade der Preis für Mais? Der Körnermais? Warte. Na, guck doch. 848. Bei Wilsdorfer Handel. Das ist zufällig unser Nachbar. Lass doch den anderen einfach erntereif lassen und dann dreschen. Ja, das kann man auch machen. Wir brauchen Geld. Jung, pleite, verzweifelt. Ja, alles. So, Dominator nehmen wir zum Anfang, ne? Können wir machen. Ja, wie teuer ist denn der 650er und wie teuer der Dominator? Ne, ich glaube, der Dominator ist 100.000 Euro billiger. Glaube ich auch. Warte, ich guck kurz nach. Also, Dominator, wollen wir den mit GPS nehmen? Ja. Dann würde der 154 kosten. Der Lexion mit Design, Kreislogo. So, der hat das gar nicht. Ein Standard mit GPS würde 270.000 Euro kosten. Boah. Das ist zu viel. Das ist eine Hausnummer. Wie viel haben wir noch im Konto? Ich hab mal doch aus, warte. 519. Ja, dann hätten wir noch ca. 200, aber dafür kriegen wir ja nichts gekauft. Na doch, aber wir fangen mit Dominator an, hätte ich gesagt. Weißt du, was man aufmachen könnte? Ja. Man kauft sich in New Holland oder man kauft sich zwei New Holland. Was für den Kleinen? Ja. Das macht aber nicht wirklich Sinn, weil dann kostet jeder mit GPS, ne? Ja, dann kostet jeder 115.000 Euro. Ja, dann zahlen wir für beide 230, da können wir fast den Lexion verkaufen. Ja, nur dass der dann 40.000 Euro teurer ist. Ja, oder hätten wir einen eigenen Rosen. Und alleine dreschen. So könnten wir zu zweit auf zwei separaten Äckern dreschen. Ja, aber das macht keinen Sinn, da dreschen wir uns dumm und dämlich. Du bist schon da. Ja. Ich habe 68% verdichtet. Das ist nichts. Geht doch. Ich darf die ganzen Stoß dann auch noch auf 80, auf 100% verdichten. Naja, bis ich wieder bei Macker bin, wird das bei 100 haben. Geht so langsam voran. Jetzt in der Zeit, wo ich nur gewalzt habe, 30%, das ist nichts. Außerdem kommt ja jetzt nochmal was Neues dazu, dann geht's ja auch wieder runter. Ich glaube, der Häckselwagen ist zu groß. Glaube ich auch, der quält sich schon ganz schön ab. Manchmal gibt er ziemlich komische Geräusche von sich. Ich fahre. Ego-Perspektive, rückwärts. Ich muss gerade mal gucken. Eins eine Mauer. Ja, Mensch, fahr Ego-Perspektive. Ich sehe nicht so viel. Ich fahre euch aber schon seit. Seitdem wir angefangen aufzunehmen. Ganz hinten ist eine Mauer, wollte ich nur sagen. Ach ne. Die kommt nicht so gut bei den gemieteten. Wechselwagen. Ich sehe nicht so viel, aber ich glaube, ich sollte mal anhalten. Weil ja, ich... ist besser so. Na dann. Ein bisschen vor würde ich noch fahren, aber egal. Dein Bier. Dein Hof. Dein Projekt. Lol, jetzt fällt mir auf, dass ich eigentlich, während du abkippst, auf dem Silo bleiben kann. Ja, eigentlich schon, ne? Kann ich in der Zeit weiterwalzen. Ich glaube, ich hätte mich fast festgefahren. Fahr mal ein Stückchen vor. Weiter vor, weiter.
Jetzt kannst du nach vorne durchfahren. Aber langsam. Ha, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja, ne? Das sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ja. Ja, wollen wir die Tür abfahren hier. Ist die immer noch offen? Nee, hab ich gerade aufgemacht von der Fahrt. Wie viel? 81 schon, meine Güte. Ach so, ich dachte den Prozent. Oh. Ich dachte den verdichtet. Ups. Nee. Hey, hier so richtig schieben bräuchte ich gar nicht. Ja, nicht wirklich, ne? Nur das mag ich an manchen Videos nicht mehr. Du kippst auf der einen Seite was hin, dann ist auf der anderen Seite so gut wie nichts. Dann kippst du da was hin, dann brauchst du nichts rum, wegschieben. Und dann hast du so verschiedene Höhen. Ja, ne? So, warte, ich guck jetzt erstmal wegen Drescher und so. Zeig aber Zeit. Drescher Dominator, da sind wir uns einig. Ja. Mais Schneidwerk auch direkt dazu. Mhm. Ich glaube, man merkt dezent, dass du gerade konfigurierst. Ja. Maisflüge. Obwohl, den Maisflüge, den könnte man erstmal mieten. Ja, ne? Welchen nehmen wir denn überhaupt? Den Ziegler? 3,4 Meter oder? Nein! Mann, Mist. Was denn? Ich habe aus Versehen was ein bisschen nach vorne geschoben, aber das ist gleich nicht so schlimm. Ich dachte gerade, die Welt ist untergegangen. So. Anhänger. Drehschemelkipper. Ja, können wir machen. Und wenn wir vielleicht noch Geld über haben, ne? Könnte man es vielleicht auch so machen, dass man mal so einen Trecker mit Förderschnecke kauft. Trecker mit Förderschnecke, du meinst Anhänger. Ja, meine ich ja. Hast du gesagt? Nee. Dann könnte man nämlich diverse Sachen richtig schön gut mit zum Feld nehmen. Ich kaufe mal ein Mengele mit 8 Tonnen, ne? Und dann nochmal ein Wenger. 2 mit längere. Mit 2 mit 8 Tonnen. Ja, einmal Mengele. Einmal mit beiden Wagen. Oder einmal den. Jetzt nehmen wir noch einmal einen Wenger vielleicht. Wo ist es? Wäger, 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 da. Weil ich einen Wind. So. Drille, nehme ich jetzt mal die Lemken. Ich denke, wir wollen die Kuhn mit 4 Metern. Ja, ich weiß noch nicht. Weil die ist dann Tucken teurer, aber dafür werden unsere Tech auch mal ein bisschen ausgelastet. Oder zumindest deiner. Meiner wird gefühlt nie ausgelastet. Ich brauche 100. Was? Ich brauche 100. Ich brauche 110. Ja, wow. Die andere auch. Die andere wo 150. Die Kuh. Welche Kuh denn? Die ich vorgeschlagen hatte, die wir mal mit drauf nehmen können. Mein Gott. Ach, das ist ein Mod. Ja. Oder weißt du, was man machen könnte? Ja. Man nimmt die Kuh mit dem Fronttank, die ist nicht so teuer. Und dann kann man auch einen Tieflocker dazu kaufen. Ja, aber. Das heißt, man müsste nicht flügen. Weiß nicht so was von der Technik halte. Eigentlich nicht viel. Nein, ich bringe jetzt nicht den Spruch mit. Noch nicht mal das Lenkrad. Ich kaufe noch keine Drille. Sind wir uns wahrscheinlich so. Anhänger haben wir, Drescher haben wir, so reicht erstmal. Jetzt sind wir arme Schweine. Augen von Gruber. Heute nehmen wir mal Grubern.
Karat 9 oder ein T-Rex? T-Rex? Muss ich Ja, der mit nachgucken. 500 Da. Meter zum Zusammenklappen. Warte. Guck mal, der kostet 28.000. Ja. Und für das gleiche Geld könnte man sich 2 Karat 9 kaufen. Können wir. Aber mit schwarzer Walze hinten. Das sieht besser. Nee, mit schwarzer Walze. Besser aus. Dann könnte man gleichzeitig grubbern. Man Weiß ich kann auch mal. grubbern. Also würde ich grubbern, würde ich ja eher den zum Zusammenklappen nehmen. Was können wir auch machen? Ich Wie viel nehme PS braucht ihr? 150, also nicht viel. Achso, okay. Also zur Not können wir nochmal einen zum Zusammenklappen, der hat halt 200 Meter mehr oder halt nochmal einen Karat 9. So. Den noch gekauft. Demnächst müssen wir erstmal das Geld wieder reinholen. Ja, ne? Kurze Frage. Wollen wir das Getreide erstmal behalten, falls wir uns dazu überlegen, Scheine zu machen? Was für Getreide? Ja, wir haben Getreide angesehen. Ach so, ich dachte im Silo. Ja. Wollen wir das erstmal für Schweinis behalten? Ja, oder halt direkt zu Kohle machen. Was glaubst du, wäre sinnvoller? Neues Feld. Ich glaube, verkaufen macht eher erstmal Sinn, weil Schweine, erstmal wollen wir Kühe machen und Schweine haben wir auch noch kein Geld für. Stimmt. Und wir haben Felder, von daher. Oh, das könnte man eigentlich. Wir können den, wenn wir den Hof, den, also diesen Schweinestall jetzt so direkt kaufen, könnten wir keine Schweine kaufen und kein Futter reinkippen. Das bedeutet, wir müssten es über diesen Hof Schweinemast Dingenskirchen da machen. Weißt du, ich meine? Das heißt, wir könnten da gar kein Geld ausgeben. Für Schwein. Scheiß Autofahrer, ja. Haben sich rausgeschleudert. Ja, mir kamen zwei entgegen auf der engen Straße hier. Die ist echt eng. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Antwort von einem Bauer bekommen habe. Na was? Ich weiß gar nicht, ob ich eine Antwort von einem Bauer bekommen habe. Was? Ich habe denen mal eine Frage gestellt. Ob ich eventuell ihren Fansong benutzen könnte. Also so langsam kriege ich es hin, dass ich den ganzen Stoff hier runtergewalzt kriege. Dass eigentlich alles recht vage ist. Also habe ich zumindest das Gefühl. Was meinst du, wie lange wird das halten hier? Weiß Mit der nicht. Simulator? Meinst du, warte, ich schätze es mal an den letzten Tagen. Ja. Naja. Denk mal, letzte Tage für die Kühe. 2 Tage. 3 Tage. Lästtage. Obwohl ich. Weil, wenn das gegärt ist. Kühe, die brauchen am Anfang eigentlich sehr viel Futter, aber die verbrauchen das nicht so schnell. Weißt du, wie ich meine? Ich bin auf jeden Fall der Meinung, die verbrauchen das nicht so schnell. Und woher wollen wir eigentlich denn das Wasser holen? Kann man nirgendwo einfach so welches holen? Keine Ahnung. Eben, das weiß ich nicht. Ja, also Oder platziert. wir kaufen uns hier die Wiese 87 und stellen einen Wassertank drin. Haben wir das nicht schon mal bei einem RP gemacht, du? Ja, ich habe das mal gemacht, stimmt. Na, die haben exakt den Hof hier.
Ja, können wir noch machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, klingt deine Nase immer dichter im Laufe der Aufnahme. Ja, ne? Wenn er da Geld hat. Sollen wir machen. Ich wollte es ja noch gar doch einmal krank, nachdem ich meine 2 Impfungen kassiert habe. Ich bin ja heute mit deiner Schule gegangen. Muss ich leider. Morgen noch einmal lange, du aber glaube ich auch, oder? Ich glaube, ich habe morgen einen Fall. Eine Stunde auf jeden Fall. Na, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe morgen lange, dann muss ich noch zum Friseur und dann nach können wir noch zocken und. Ich habe das Gefühl, du gehst alle 2 Wochen zum Friseur. Nee, jetzt sind nur alle 5. Das Gefühl, das war so wie vor 2 Wochen, dass das letzte Mal da war. Nee. Aber das schon merkst, oder? Ja, hab 100% verdichtet. Hallo! Lass mal die andere Bahn nehmen! Dann sag doch was. Und das kommst du denn einfach hierher? Ich hab gesehen, dass du da oben reingefahren bist. Und da dachte ich mir direkt, aha, wir fahren oben hin. Oder durchstechen. Ja, mach mal durchstechen. Nochmal was Schönes zum Ende der Aufnahme. Wieso? Wie viele haben wir schon? Was haben wir dann? Wie viele Minuten? Aber wir sind schon bei 16:30. Oh, das können wir schön durchstechen. Kommt mir irgendwie vor wie 5. Ja, die Zeit geht schon rum. Aber meine mir jetzt noch 2 Minuten und dann bei Feierabend. Ich weiß gerade gar nicht, kommt hinten was an? Ja, müsste. Ja. Ich sehe es nicht, da ist ein Rohr vor. Ja, kommt was an. Krumm und schief hier, ey. Jetzt sind wir. Warte. Ich fahr einfach mal weiter, ich guck mal nicht rum. Guck mal, du mal lieber drum, dass du eine gerade Bahn fährst. Was fährst du, Chromo-Chief? Hä? Alter! Gib doch mal Stoff! Gas, 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 los! Oh. Wir warten alle nur auf dich! Ey, würdest du nicht ständig bremsen? Würdest du mal hinterher kommen? Gib doch einfach Gas, dann komm ich hier irgendwann hinterher. Aber wenn du ständig bremst, fahr ich dir auch ständig hinten auf und musst automatisch wieder bremsen. Alter, deine Bahn total gerade. Ich weiß. Das kommt davon, wenn man kein GPS bestellt. Junge, einfach Lenkrad gerade halten. Zack, gerade Bahn. Bin falsch reingefahren. Ja, ja. Ist so. Können die Bahn ja in den Verlauf noch gerade ziehen. So ist nicht. Und gerade liegt es extrem bei mir. Ja. Ja. Ach du Scheiße, das ist schief. Ja, sag ich doch. Jetzt wird's mal wieder gerade. Mit GPS wäre das nicht passiert. Gerade fährst du auch gerade. Ey, halt's Lenkrad einfach gerade und hoff, dass du hinterherkommst. Ich hoffe, dass wir kaufen, ja, ne? Ich hoffe, dass dann das endlich mal der Klaas Transporter ankommt und die GPS draufsetzt. Oh, ja. Naja, aber das soll's erstmal gewesen sein für Folge 3 von Unter Griesbach. Wenn ihr mehr Videos mit Kollege Dujo, der da gerade am Driften ist, sehen wollt. Oh, Alter, ist das denn so abgeht? Dann schaut beim nächsten Mal wieder rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.